Bro, ganz viele wissen das gar nicht. Und ich find's immer so lustig, wenn manche mich als diesen typischen Influencer betrachten und mich verurteilen, weil ich hier sitze und mit dem Streamen mein Geld verdiene. Aber ohne Flachs, ich kann euch garantieren, Bruder, sei es im Lager, in der Tankstelle, im Einzelhandel, Bausteller und so weiter und so fort. Ich schwöre es euch, ich habe alle möglichen Mindestlohnjobs gemacht, die du dir überhaupt vorstellen kannst, ohne Flachs, ne? Aber das Allerschlimmste, ne? Das Allerschlimmste, ich sag immer noch, deswegen, ihr merkt auch, wieso ich so oft über diese Tankstellenzeit rede. Bruder, es gab mal eine Zeit, wirklich, da habe ich in dieser Tankstelle gearbeitet. Und Freunde, ich schäme mich nicht dafür. So, ich dachte mir, in dem Moment für meine Familie, wir hatten auch finanzielle Struggles und so. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Und ich weiß noch, ich schwöre es euch, bevor ich das erzähle, nach einem Monat, ich wollte diesen Job kündigen. Ich konnte das psychisch einfach nicht mehr. Bruder, das hat mich geballert. Das hat, also explizit dieser Job bei dieser einen Stelle hat mein Leben auseinandergenommen. Bro, ich musste einfach diese Klos aus der Tankstelle putzen. Und ihr denkt euch vielleicht, ja, ist doch nur ein bisschen sauber machen. Bei Gott, das war Katastrophe. Wie dreckig das diese Leute gemacht haben. Das war so schlimm. Du hast dich einmal gefühlt wie ein Hund. Teilweise sind Kunden reingekommen, haben dich racist angemacht, sind an dir vorbeigegangen aufs Klo. Du hast gemerkt, die haben das komplett auseinandergenommen und du musst über deinen Stolz, über dein Ego gehen und das sauber machen. Für diesen Typ, der gerade dich racist angemacht hat. Bro, das war wirklich, das hat meine Psyche kaputt gemacht. Und zu der Zeit, ich wollte unbedingt kündigen, aber ich weiß doch, meine Mutter, ne, sie war so stolz auf mich. Bruder, immer, wo ich nach Hause gekommen bin, ihr wisst nicht, wie sie am Tisch saß und sich voll gefreut hat und meinte, ey, ich bin voll stolz auf dich, dass du das arbeitest für uns. Weil zur Zeit, also, das war zu der Zeit, wo halt dieser Handyshop von meinem großen Bruder insolvent gegangen ist. Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, was für ein krasser Tapetenwechsel das für unsere Familie war. Wir haben davor uns dumm und dämlich verdient. Also meine Familie war sehr wohlhabend. Versteht ihr, was ich meine? Bro, wir haben in einem vierstöckigen Reihenhaus gelebt. Tamam? In einem sehr guten Bezirk in Wien. Ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie viel Miete man da zahlt ungefähr. Uns ging es sehr gut. Und dann von dem einen Tag auf den anderen ist die Firma insolvent gegangen. Alles lief plötzlich so ein bisschen kacke. Wir mussten da ausziehen in so einen Massenmietblock, dies, das, in einen günstigeren Bezirk. Bro, das war unnormaler Wechsel für uns. Das war unnormaler Wechsel. Und dann war plötzlich alles anders. Also wir haben zusammengelebt, fast niemand von uns hatte einen Job. Dann der eine, der einen Job gefunden hat, musste auf Krampf da arbeiten gehen, damit die Familie über die Runden kommt. Junge, das war richtig, richtig schlimm. Und das Krasse daran ist, Chat, ich weiß doch damals aus dieser Tankstelle, wir hatten ja Brötchen und sowas. Wir hatten ja Brötchen, belegte Sachen und so weiter und so fort. So gebackenes Zeug. Und da waren oft so Croissants, dies, das, pipapo, Mexiko. Und ich weiß noch, von da, was nicht verkauft wurde, habe ich einen auf den heimlich mitgehen lassen. Ich durfte eigentlich nicht richtig, aber ich dachte mir, Bro, ist doch viel zu schade, das wegzuschmeißen da. Lieber, ich nehme das mit und meine Familie gönnt sich das. Auf jeden Fall, ich habe das immer mitgenommen. Ich weiß doch, meine Mutter, Junge, wie süß dankbar sie dafür war, ne? Sie hat immer, bevor ich nach Hause gekommen bin, sie hat sich so Tee gemacht und dann halt gewartet, bis sie diese Croissants und so bringe. Dann meint sie, ey, ich habe schon auf dich gewartet. Dann hat sie das immer mit Tee gegessen. Junge, das war todessad. Voila, das war richtig sad. Also sie war zu der Zeit so dieses unnormale Stolz auf mich und ich konnte diesen Job einfach nicht kündigen, Bruder. Es ging einfach nicht. Das ist das Ding, das ist schon geisteskrank. Was ich auch irgendwo mit dieser Story sagen wollte, natürlich achtet auf eure Psyche, achtet auf euren Geist, guckt, dass ihr gefestigt seid, guckt, dass ihr an einer Sache nicht komplett kaputt geht, aber in gewissen Situationen, und da will ich jetzt nicht die Sexismuskarte packen, ein Mann muss einfach tun, was ein Mann tun muss. Das klingt für den einen oder anderen komisch, seltsam oder was weiß ich was, aber manchmal muss man auch über seinen Schatten springen und Jobs ausführen und machen, für die man sich vielleicht zu schade ist. Natürlich sollst du diesen Job nicht für immer machen. Natürlich sollst du nicht für immer an einer Stelle stehen bleiben, aber statt dass du leidest, statt dass deine Familie leidet, sollst du in dieser Übergangszeit, in der Übergangssituation erstmal etwas finden, damit es deiner Familie gut geht, damit die sich abgesichert fühlen und damit die keine Existenzkrise bekommen. Ich zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, Walla sogar, ich sehe mich selber als in der Position, boah, und ich sage das nicht, um mich wichtig zu machen oder so, ohne Scheiß. Ich selber sehe mich gerade in der Position, dass ich stark sein muss, dass ich gefestigt sein muss, egal ob ich gerade Probleme mit meinen Papieren habe oder ob ich mir Gedanken über mein Streaming mache oder was weiß ich was, okay? Alles möglich. Ich glaube, jeder Mann oder jede Frau hat irgendwo Sorgen diesbezüglich wegen seiner Zukunft und so weiter und so fort. Also hin und wieder mal. Und ich bin halt so ein Typ, ich schwöre es euch, ich muss stark bleiben, weil ich weiß, wenn ich irgendwo zusammenbreche oder zeige, dass ich Existenzängste habe oder irgendwo Sorgen habe, dass das automatisch die Sorge von meinem kleinen Bruder, von meinem Vater, von meiner Mutter, von meiner Schwester vielleicht tausendmal schlimmer machen wird. Also darf ich denen das nicht zeigen. So, ich, guck mal, natürlich, ihr werdet vielleicht, einige werden sagen, ja, aber das ist doch nicht
nicht gut für deine Psyche und so weiter und so fort. Aber ich fühle mich einfach verpflichtet dazu, in meiner Position in dem Moment einfach stark zu bleiben, damit die sich in dem Moment nicht denken, ey, guck mal, ist irgendwas kacke, läuft irgendwas verkehrt, läuft irgendwas falsch, müssen wir uns Sorgen machen. So, lieber mache ich mir selber Sorgen und zerbreche mir selber den Kopf, arbeite daran, komm damit irgendwie klar, find eine Lösung und erzähl das denen nicht. Bro, und zum Beispiel manchmal, wir haben sogar Situationen, ne, natürlich, ich erzähle meinem kleinen Bruder gefühlt alles, wo es mir gefühlt absolut scheiße geht, aber ich schwöre es euch, ich habe Level 99 geskillt, wenn es darum geht, dass ich das meinem kleinen Bruder nicht zeige. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal, mir kann gefühlt das Schlimmste passiert sein. Also Gott bewahre, ne? Und ich erzähle das später meinem kleinen Bruder und er sagt zu mir, Bro, hä, wie ist das passiert? Du hast mit mir doch die ganze Zeit gelacht und wir waren voll normal und so. Also er merkt das nicht. Natürlich, man kann sagen Fake und so weiter und so fort, aber ich bin sehr gut darin, anderen Leuten nicht zu zeigen, dass es mir schlecht geht. Kennt ihr das? Ich schwöre es euch und ich kann das sogar vor meinem kleinen Bruder verstecken. Ich kriege das einfach hin. Obwohl mein kleiner Bruder gefühlt mich am allerbesten kennt wahrscheinlich von allen Menschen auf dieser Welt. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kann das perfekt. Nicht gesund, aber was soll man machen? Ja, Bruder, das System habe ich getribbelt. Das Verstecken von Niederlagen, ha. Das Ding ist halt, sogar wenn mein kleiner Bruder, Malik, irgendwann mal 40 sein sollte, Bro, ich werde ihn immer noch in meinem Kopf wie meinen kleinen Bruder sehen. Natürlich, ich sehe ihn inzwischen als Mann, als erwachsene Person und so weiter und so fort. Aber in meinem Kopf, ne, in meinem Kosmos, bleibt er für mich immer mein kleiner Bruder. Deswegen, natürlich, ich will ihm keine Sorgen machen. Ich will nicht, dass er Ängste hat. Ich will nicht, dass er irgendwie sich halt Gedanken macht im Sinne von, oh, könnte es sein, dass es demnächst das und das gibt, dass wir da Probleme kriegen und so. Ich bin so ein Typ, lieber, ich kümmere mich selber um das Problem. Wenn es fertig ist, wenn es sich geklärt hat, dann kann man darüber sprechen. Aber das ist nicht gesund, Emotionen zu verstecken. Es hilft mehr, mit jemandem über Probleme zu reden, denn sonst machst du dir den Kopf kaputt. IW207, das ist das Ding. Das ist das Ding, Bro. Guck mal, und jetzt kommen wir zu dem Plot-Twist. Ich schwöre es euch, ich bin so ein Typ, ich habe mir angeeignet, teilweise diese negativen Sachen, wo ich manchmal schlecht gelaunt bin oder so, ich erzähle das eher im Stream statt irgendwem. Das ist komisch, aber indem ich das in dem Moment im Stream erzähle, fühle ich mich dadurch irgendwie besser. Das hilft mir. Also das ist für mich mein Ventil irgendwo. Natürlich, es gibt gewisse Dinge, das kann ich einfach nicht erzählen. Es geht einfach nicht. Ich finde, es passt nicht zu meiner Person oder über sowas öffentlich zu reden. Ich meine, wir sind hier jetzt nicht Familie in dem Brennpunkt, Jungpleite und verzweifelt. Aber ansonsten, ich schwör's euch, ich rede gefühlt über alles on Stream. Also es gibt hier Leute, Bro, Leute, die mich intensiv verfolgen und mir zuschauen, die kennen mich gefühlt besser als 99% der Menschen, die ich vielleicht privat kenne. Bei Gott, es ist so. Hundertprozentig. Ey, ihr wisst so viele Sachen über mich, das ist crazy. Also guck mal, ich sag eine Sache, ne? Damit man checkt, wie krass dieser Vergleich ist, okay? Komisches Beispiel. Aber wäre ich jetzt morgen in Kontakt mit einer Frau und würde vielleicht 3 Monate lang intensiv mit ihr schreiben und jeden Tag Sachen über mich erzählen, ich bin mir sicher, es gibt immer noch in diesem Stream, in dieser Community Leute, die mich besser als diese Person kennen. Hundertprozentig. Ey, da bin ich mir so sicher. Und das ist so ein Gedanke, ich finde das irgendwie sogar schön. Natürlich, der ein oder andere würde sagen, das ist so ein bisschen gruselig, ey, ist creepy, abgefuckt. Aber ich finde das irgendwie cool, ich weiß nicht. Also, feier das. Es sind ja nicht Sachen, für die ich mich schäme oder so. Natürlich, hier und da sagt man mal irgendeinen Scheiß, wo man sich denkt, ey, hätte ich lieber meine Fresse gehalten. Aber ansonsten, ich finde, größtenteils sind das eher Sachen, wo man vielleicht stärker zusammenwächst, wenn ihr versteht, was ich meine. Man lernt dich auch allein durch deine Denkweise kennen, auch wenn du Dinge nicht sagst. Ja, genau, das ist das Ding, Bruder. Ihr müsst euch vorstellen, erst recht, guck mal, wieso ich halt das mit, also dieses Beispiel mit dem Kennenlernen genommen habe. Ihr müsst euch vorstellen, teilweise, wenn man eine Person kennenlernt mit der Intention, sie vielleicht zu heiraten, hat man meistens ja nur dieses Gechatte. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr hört meine Stimme, ihr seht mich, ihr wisst, wie ich reagiere. Also ununterbrochen könnt ihr mich sehen. Es ist ja nicht mal so, dass ich das kontrollieren kann, indem ich gewisse Clips abschicke, gewisse Clips nicht abschicke. Boah, ich sitze hier 7-8 Stunden am Stück. Es gibt gefühlt gar keine Methode, wo du mich besser kennenlernen kannst, außer diese Streams vielleicht. So denke ich. Man zeigt das, was man zeigen möchte, wenn man jemand Neues kennenlernt. Ja, das ist das Ding nur. Das ist das Ding. Können wir vielleicht so über ein bisschen ein deepes Thema reden? Auch so eine Angst, weil das passt gerade gut zu dem Ding. Ohne Scheiß, ich finde das interessant, weil ich sage euch, wie es ist. Wisst ihr, was eigentlich so eine Angst von mir ist? Das ist jetzt vielleicht übel anstrengend zu verstehen und sehr, sehr kompliziert, aber eine riesengroße Angst von mir wegen dieser Sache, und ich habe euch gerade die ganzen positiven Seiten von dem erzählt, aber jetzt kommt so eine negative Seite. Das Ding ist, aufgrund dessen, natürlich, dass ein sehr negativer Gedanke, versteht das nicht falsch, ist es sehr leicht für Leute, mich zu verarschen, mich zu hintergehen. Ihr denkt euch vielleicht, hä, wie meint er das? Aber ihr müsst checken, alleine, wenn irgendwann mal eine Frau mich kennenlernen will, okay, versteht ihr, was ich meine? So in dem Sinne. Guckt jetzt, voila, bitte hört zu, auf Ernst. Und dann mich aus den Streams kennt und weiß, wie ich denke, wie ich handle und wie ich ticke, die kann sich automatisch so umstellen, wie es mir gefällt, um mir was vorzumachen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich finde, das eine ultra gruselige Sache.
mache. Wallah, ich finde das gruselig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Alleine, dass halt dieser Punkt da vorhanden ist, dass es potenziell sein könnte, dass sich diese Person auf Krampf verstellt, weil ich so und so bin, weil sie weiß, dass ich da so und so denke, das ist unnormal creepy für mich. Bei Gott, das ist sehr creepy für mich. Also deswegen habe ich auch so ein bisschen Vertrauensprobleme. Versteht ihr, was ich meine, wenn es um das Thema geht? Ohne Scheiß. Also da habe ich schon ein bisschen einen Knacks. Ja, stimmt, aber deshalb solltest du Zeit lassen mit dem Kennenlernen und nicht nach 3 Monaten heiraten, denn auf Dauer kann man sich nicht mehr verstellen, weißt du? Boah, Irid, das ist ein riesengroßes Thema. Ich finde, ab einem gewissen Punkt, wo man sich miteinander kennenlernt, wenn gewisse Sachen schon gefragt wurden, nützt diese längere Zeit gefühlt gar nichts. Gefühlt gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, es gibt gewisse Situationen, wo du einen Menschen unnormal krass kennenlernst und das, wenn du mit dieser Person unter einem Dach lebst, wenn du mit dieser Person auf Reisen gehst, wenn du mit dieser Person in irgendeiner Art und Weise businessmäßig was zu tun hast. Ich finde, das sind eher Momente, wo du einen Menschen krass kennenlernst und in diese Momente kommst du erst wirklich, wenn du mit dieser Person verheiratet bist. Jeder kann es natürlich machen, wie er will, aber ich werde auf jeden Fall nicht mit einer Frau verreisen, mit der ich nicht verheiratet bin. Ich werde auch mit einer Frau nicht unter einem Dach leben, mit der ich nicht verheiratet bin, Bruder. Auf sowas habe ich keinen Bock und für sowas habe ich auch keinen Kopf. Also irgendwann mal, wenn es dazu kommen sollte, dann werde ich mein Bestes geben, das so halal wie nur möglich zu halten. Mit der Intention, dass mich dann in dem Sinne Allah subhanahu wa ta'ala damit unterstützt. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich das zu lange in die Länge ziehe, kann ich als spiritueller Mensch nicht erwarten, dass das von Gott gesegnet wird. Checkst du, worauf ich hinaus will? Deswegen, ich sehe das immer aus der Position. Weil am Ende des Tages, sogar wenn ich mit der Frau verheiratet bin und es schief läuft und ich komplett auf die Fresse fliege und ich merke, es passt vorne und hinten nichts, dann, ich kann mir immer noch sagen, Bro, es war mein Nasib, es sollte so sein, es ist eine Prüfung, dass das gescheitert ist. Ich denke in dem Moment nicht im Sinne von, ey, das lag bestimmt daran, dass ich sie hätte 3 Jahre lang kennenlernen müssen. So denke ich nicht, Bro. Ich denke, das ist auch ein loster Gedankengang als gläubige Person oder als Mensch, der an Gott glaubt. Und ich würde euch auch empfehlen, so zu denken, weil das ist eine Denkweise, die kann dir in deinen größten Down auch extrem viel Motivation schenken, weil dann gibst du dir nicht die Schuld, du fühlst dich nicht kacke, du weißt, du kannst dir damit sogar eine Belohnung sammeln, indem du da stark bleibst und immer noch durchziehst. Aber wo wir schon bei dem Thema sind, bitte, guck mal, ich fühle mich auch komisch, das immer wieder anzusprechen, aber ich will nur eine kurze Sache sagen, damit auch mich niemand wirklich falsch versteht. Freunde, natürlich, wenn man heiraten will, dann ist es auch wichtig, dass dieser Mann geistig reif dafür ist, dass er generell reif ist. Natürlich ist es wichtig, dass diese auf einer gewissen geistigen Reife ist und ready dafür ist. Bro, wenn das nicht gegeben ist, dann nützt vorne und hinten gar nichts. Da kannst du die Person 3 Jahre lang kennenlernen. Wenn er ein Kindskopf ist, dann bringt das nichts, Bruder. Dann ist das unnötig. Dann macht es keinen Unterschied, ob du den 2 Monate kennst oder 3 Jahre. So, es führt zu gar nichts. Deswegen, Freunde, das ist auch noch ein Punkt, den man natürlich bei dem Thema bedenken muss. Aber glaub mir, meiner Meinung nach, wenn du wirklich ein intelligenter Mensch bist, sollst du nach 3 Monaten verstehen, wenn du die richtigen Fragen stellst und richtig an die Sache rangehst, ob dieser Mann oder ob diese Frau ein Kindskopf ist und ob du den dann 3-4 Jahre weiter kennenlernst, wird halt gefühlt gar keinen Unterschied machen. Also von meiner Einstellung her. Natürlich kann das aber jeder anders sehen. Vielleicht, Bro, bin ich auch lost. Vielleicht sitze ich irgendwann mal in einer Ecke und du kommst dann in den Stream und sagst, ha, guck mal, du Lusche, weil du so gedacht hast, leidest du jetzt. Aber inshallah nicht, Freunde. Man muss halt einfach verstehen, Freunde. Man muss halt einfach verstehen, auch als gläubiger Mensch, egal ob Christ, Jude oder Muslim, nur weil du Sachen nach deiner Religion machst und richtig handelst, heißt das nicht, dass alles richtig laufen muss. Bro, so funktioniert das nicht. Wir Muslime sehen ja dieses Leben als eine Prüfung. Verstehst du, was ich meine? Natürlich wirst du manchmal geprüft. Natürlich kann es sein, dass du manchmal alles richtig machst und trotzdem auf die Fresse fliegst. So, und Allah will in dem Moment gucken, ob du dann richtig handelst oder halt an der Sache kaputt gehst. Aber keinem Menschen wird eine Prüfung auf die Schultern gelegt, wofür er einfach nicht ready ist. So, was er eigentlich nicht stemmen kann. Heißt also rein theoretisch gesehen, du kannst es schaffen, du kannst es machen, aber es kommt darauf an, wie du es umsetzt und wie du an die Sache rangehst und was dein Mindset ist.